Philipp, was machst du? Die Windschutzscheibe enteisen, indem wir keine Eiskratzer haben. Hey, wir sind Michi und Steph aus Österreich und wir haben im April unser gemeinsames viermonatiges Sabbatical begonnen. Wir sind über 36 Stunden von Wien über Frankfurt und Buenos Aires an den südlichsten Punkt Argentiniens gereist. Jetzt gerade sind wir in Ushuaia, auch bekannt als das Ende der Welt. Wir sind heute hier, unseren dritten Tag in Ushuaia, und ich muss sagen, ich habe das Klima dezent unterschätzt. Es wird hier gerade Winter und nach all den Klimaanlagen in den Flugzeugen und dann das Klima, wie wir hier angekommen sind, hat es mich leider ein bisschen erwischt, wie man vielleicht hören kann. Und deswegen bin ich gestern den ganzen Tag flach gelegen, was doppelt nervig war, weil noch dazu das Wetter wirklich schön war. Es war ein absolutes Traumtagal. Aber ja, sterben's. Und gleich vorweg, keine Sorge, ich habe das österreichische Außenministerium informiert über meinen Gesundheitszustand. Wie ich ihnen gesagt habe, dass ich einen Männerschnupfen habe, wollten sie mich mit dem Heli ausfliegen. Aber ich habe gesagt, ich bleibe hier und halt durch. Neben mir sitzt meine Freundin und sie lacht. Deswegen bleibt das im Video. Jetzt seit einem Kilometer und es war gerade das erste Mal, dass ich jemanden getroffen habe. Und ich komme jetzt auch endlich aus diesem Wald raus, was ich persönlich sehr sympathisch finde, weil es ein bisschen weird war. Was da lustig ist, es ist extrem matschig, aber an manchen Stellen ist das Eis komplett gefroren. Mittlerweile habe ich Gott sei Dank ein paar Hiker getroffen und sie sind da hinten gleich, die ich überholen habe können. Jetzt fühlt sich das Ganze nicht mehr so spooky an. Wenn man sich so einen Wald anschaut rundherum, ist es eigentlich ein bisschen so, wie wenn man in Österreich hiken würde. Und ich glaube, ich bin da. Ein schönster Michi war da. Das war ihm sehr gefallen. Der letzte Weg aufwärts war ziemlich zach. Die letzten 40 Minuten waren de facto ein Schlammfeld. Das hier. Runtergehen, ein einziges Matschfeld. Dahinter nochmal eine ganze Fläche, genauso groß, auch ein einziges Matschfeld. Das hat sich ausgezahlt. Ich habe es tatsächlich aus dem Matschfeld rausgeschafft. In 27 Minuten statt 42. Jetzt mag man natürlich argumentieren, dass das bergauf war. Vorher, weil das nicht stimmt. Aber ich glaube, der wirklicher Vorteil war auch, dass ich einfach von oben runter gesehen habe, wo bessere Stellen sind, wo man besser Matsch umgehen kann und so. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin wieder zurück im Auto und ich habe 1:25 wieder runtergebracht. In der Zwischenzeit, wo ich weg war, hat sich hier tatsächlich ein rudimentärer Hotdog-Stand entwickelt. Also es schaut nicht sehr safe aus, muss ich sagen. Und dann werde ich eine noch viel größere Challenge lösen müssen, weil ich muss einen Supermarkt finden. Und das ist in Argentinien oft echt nicht so einfach. Umso besser, dass ich heute wieder fitter bin. Wir haben nämlich richtig viel vor. Heute geht es als erstes zum El Tren del Fin del Mundo. Das ist die südlichste Zugstrecke der Welt im Tierra del Fuego Nationalpark. Und am Nachmittag geht es dann aufs Boot in den Beagle-Kanal zu den Seelöwen. Aber jetzt erstmal ab zum Zug. Yo de lejos como un omnisio, le hice todo que se hizo homie. Pero en la cama nos comíamos y sabemos que eso era más que un hobby. Bebé sí que tiene la táctica, pero yo tenía la técnica. Él solamente te hace llorar. Okay, wir haben soeben den Zug gebordet. Der Zug soll ans Ende der Welt gehen. Es ist El Tren del Fin del Mundo. In Summe 2 Stunden Fahrzeit. Es soll jeden Moment losgehen. Der Zug ans Ende der Welt, der Tren del Fin del Mundo, fährt auf einer Strecke von 7 Kilometern durch den Nationalpark Tierra del Fuego. Heute ist eine Touristenattraktion, aber das war natürlich nicht immer so. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert war es genau der Zug, der die Gefangenen aus dem berühmt-berüchtigten Gefängnis in Ushuaia zu ihrem Arbeitsplatz brachte, um hier im heutigen Nationalpark Bäume zu fällen, um Holz und Steine in die Stadt nach Ushuaia zu bringen. Die Stadt und das Gefängnis waren damals quasi wie ein Herz und eine Seele. Das eine konnte ohne das andere nicht existieren. Jeden Tag in der Früh fuhren die Gefangenen die damals noch 14 Kilometer Zugstrecke zur Arbeit und das bei jeder Witterung, die, wie man sich vorstellen kann, hier in Ushuaia wirklich oft
wirklich ekelhaft ist. 1952 wurde das Gefängnis aufgrund des sehr fragwürdigen Umgangs mit den Häftlingen geschlossen und das stellte dann auch das Ende der Eisenbahn dar. Erst 42 Jahre später wurde sie, so wie wir sie hier heute vorfinden, als Touristenattraktion wiedereröffnet. Und wenn man ein bisschen Glück mit dem Wetter hat, dann bekommt man solche Bilder zu sehen. Jetzt an Enschedturm sind wir wieder in den Rückzug gestiegen und jetzt fahren wir alles wieder zurück. Echt cool, er könnte ein bisschen schneller als 2 km/h fahren. Das wird das Ganze noch einmal ein bisschen eine bessere Experience machen, weil so kann man immer Zug hergehen und der schneller ist der Zug. Und natürlich gibt es in dem Nationalpark noch viele andere Dinge, die man machen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sein, es hat uns ein bisschen die Zeit und vor allem mir die Energie gefehlt, um noch großartig andere Dinge anzustellen. Aber eins haben wir uns nicht entgehen lassen. Nachdem meine Freundin Postkarten-Enthusiastin ist, sind wir voller Vorfreude zu dem südlichsten Post-Office der Welt gefahren. Um dann leider voller Entsetzen festzustellen, dass das aus unerfindlichen Gründen geschlossen war. Man kann dort seinen Pass unter anderem mit einem Pinguin-Stempel stempeln lassen, was ich zugegebenermaßen ziemlich cool gefunden hat. Aber ja, es war halt leider zu. Okay, das war der Zug auf der südlichsten Zugstrecke der Welt. Und jetzt geht's ab aufs Boot am Bielkanal. Okay, also ist Folgendes passiert. Wir haben die Seelöwen-Tour über GetYourGuide, das ist eine App, gebucht. Leider war die Info, wann wir dort sein sollen, falsch. Und wie wir dann gekommen sind, um die Tickets zu zahlen und abzuholen, war das Boot schon weg. Und dann hat uns die Dame in der Kasse gefragt, ob wir nicht kostenlos auf eine doppelt so teure, doppelt so lange Tour upgraden wollen, wo man nicht nur Seelöwen sieht, sondern vielleicht auch Pinguine. Und wir so: Hä? Pinguine sind doch schon migriert, die sind doch schon weg. Und dann hat sie gemeint, naja, es gibt Pinguine, die migrieren nicht und die sind noch da und die können wir besuchen. Kostenloses Upgrade, Seelöwen, Pinguine, yes please. Um 15:30 ging es dann los und ich meine, wir hatten wirklich keine Ahnung, was uns da bevorsteht. Yes, ihr seht richtig. Nicht nur, dass wir upgraded wurden, nein, wir haben anscheinend beim geschlossenen Post Office am Vormittag so viele Karma-Punkte gesammelt, dass wir sogar einen riesigen Schwarm Delfine zu Gesicht bekamen, wo wir nicht mal daran gedacht hätten, dass es überhaupt Delfine gibt. Und noch dazu haben die dann angefangen, richtig anzugeben mit ihren Skills. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine wirklich abartig schöne Tour. Wir haben massiv viele Robben gesehen, sowohl an Land als auch im Wasser. Wir haben tatsächlich die Pinguine gesehen, den Delfinschwarm habe ich schon gezeigt. Und weil all das nicht genug war, ist am Schluss dann noch das passiert. Einfach absolut incredible. Gestern noch mit Männerschnupfen im Bett gelegen und dann heute sowas. Das war definitiv das Allerbeste, was mir am Sabbatical bis jetzt passiert ist, sagte er an Tag 3. Heute ist Tag Nummer 4 und es ist das erste Mal, dass wir unsere Sachen packen und Location wechseln werden. Wir melden uns vom Flughafen. Es ist der 9. April, das heißt, es ist unser letzter Tag in Ushuaia. Wir sind jetzt schon am Flughafen, auch wenn man im Hintergrund glauben könnte, wir sind in den Anden. Es ist ein absolut unfassbares Panorama hier. Wir fliegen heute weiter nach El Calafate. Steph, die letzten 3 Tage in Ushuaia, das Panorama jetzt. Deine Gedanken dazu? Absolut komische, verrückte Atmosphäre hier.
eine Stadt, die umringt ist von Wasser und Bergen gleichzeitig. Und man könnte hier echt länger aushalten. Es gibt hier noch so wahnsinnig viel zu entdecken. Ich glaube, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Also wenn es ein bisschen wärmer wäre, würden wir auch länger da bleiben wahrscheinlich. Ja, voll. Wir haben jetzt 3 Tage lang alles angehabt, was wir mit haben, de facto. Genau, also wir sind ja jetzt im südlichsten Punkt Argentiniens und wir arbeiten uns jetzt Step by Step in den Norden. Es sollte also theoretisch immer wärmer werden. Und auch wenn es hier nicht super warm war, den Ausblick, die Berge, das Panorama, 1A. Auf geht's. Auf geht's, neue Körperfahrte. Und jetzt geht's ab nach El Calafate. Ja, wie gesagt, dann ging es ab nach El Calafate und unser Upgrade-Glückstopf war anscheinend nach der Bootstour noch immer nicht ausgeschöpft. Wir wurden nämlich am Flughafen Ushuaia kostenfrei auf Notausgangssitze umgebucht und konnten mit massig Beinfreiheit und diesmal sogar mit Fenster am Fensterplatz hierher nach El Calafate fliegen, wo uns bereits von der Fahrt vom Flughafen zum ersten Hotel ein wildes Alpaka vors Auto gelaufen ist. Wir werden die nächsten Tage hier verbringen, aber dazu mehr im nächsten Video. Hasta luego, muchachos.